Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind bei unserem großen Bus- und Tram-Terminal gelandet, hier in Grafrath. Das ist aber eigentlich gar nicht Thema, aber ich dachte, wir schauen mal wieder kurz rein hier. Das sieht nämlich schon cool aus, diese Mod hier vom Huge Dragon. Gut, also wir haben eine neue Strecke gebaut. Da müssen wir jetzt mal schnell gucken. Die Signale haben wir gemacht, jetzt wollen wir natürlich noch mitfahren. Und ich sehe hier überall Züge fahren. Wie schön ist das denn? Also, ja gut, jetzt haben wir ein Autosave, das gilt nicht. Also schön halt dahingehend, klar, bewegte Züge sind schön. Und es ist aber auch schön zu sehen, ja, dass sie eben fahren und nicht stehen. Weil ich denke, wir werden demnächst dann wahrscheinlich wieder mal irgendwo einen Knoten haben. Und dann werden wir den wieder lösen. Die fahren, ja, der muss schnell warten, aber der wird nachher fahren. Also weil einer, wie soll ich sagen, ja, das ist nicht schlimm. Schlimm ist, wenn halt tatsächlich eine ganze Armada steht. Und das hatten wir ja letztens. Haben wir aber, glaube ich, entklüngelt. Gut, also kommen wir zum Thema Zug. Strecke. Wo sind wir denn hier reingegangen? Ich glaube, in dieses Gleis. Wenn wir hier mal die Linie aufrufen, dann sehen wir es hier. Das ist die Linie 2, genau. Die können wir schnell umbenennen. Das ist eigentlich eine Regio. Da müssen wir aber das Auge wegnehmen, damit wir sehen, wo wir hier sind. Sind wir schon bei der 30? Ich glaube nicht. 28 haben wir hier. Ja, dann wäre es die 29 in dem Fall. Allora, machen wir den wieder, das Auge, schnappen uns wieder Linie 2 und machen hier draus die Regio 29 von Hakomos. Gut, dass man dort rechts den Fahrplan sieht, Hakomos, nach Grafrath. Grafrath, das müsste soweit passen. Gut, fahren wollen wir aber nicht von hier. Jetzt sehe ich aber gerade, das ist eingleisig. Soll das eingleisig sein? Nee, eigentlich nicht. Aha. Ah, weil wir... Ja, ja, klar, doch. Jetzt weiß ich wieder warum. Logisch. Ich kann das mal wegnehmen. Hier oben ging die Kreuzung, also die Doppelkreuzungsweiche nicht. Dann mussten wir die hier unten hin machen. Und jetzt ist die halt hier. Ein Signal? Ja, nee. Das ist mal ein zu kurzer Weg tatsächlich. Dann nehmen wir dieses Signal, weil sonst stehen wir hier auf der Weiche drauf. Das lassen wir. Gut, aber wir fahren jetzt nicht von hier nach da, sondern von da nach hier. Würde heißen, wir müssen zurück nach Hakomos. Hier können wir nochmal schnell kontrollieren. Der Zug müsste hier rein. Macht er, glaube ich, auch. Jawohl. Jetzt haben wir hier wieder eine unglückliche Farbe. Machen wir mal ein Gelb draus. Und schon bin ich beruhigt. Der Zug fährt nicht im Mumpitz rum, sondern genau hier rein. Gut. Nehmen wir das mal schnell raus. Dann können wir gucken wegen einem Depot. Haben wir hier. Kein Ding. Da kriegen wir den Zug rein. Wenn wir hier noch aktivieren, haben wir bereits. Also, was nehmen wir denn? Ich würde sagen, für diese Strecke, da wäre eigentlich mal wieder eine Komposition irgendwie, also hier mit so einem Triebwagen, so eine Zugkomposition, eine schöne Sache. Ich weiß, der ÖBB Cat fehlt noch, da habt ihr mich nochmal sanft darauf hingewiesen. Das werden wir, würde ich sagen, als übernächstes machen. Ja, weil das ist ein Flughafenzug. Dann nehmen wir den noch mit rein, weil jetzt machen wir das, fahren mit dem mit und dann werden wir uns natürlich wieder um die Unilinie kümmern. Dann machen wir das mal wieder ein Momentchen und dann machen wir die Sache mit dem ÖBB Cat. Das hier wäre doch auch was Schönes. Haben wir die schon? Bombardier Talent. 3VRR. Ich glaube so in grün, so dieses FC St. Gallen Ding. Ich glaube, das haben wir noch nicht. Den hätte ich gerne. Wir schauen mal. Fiktiv mit Streifen. Wir sind irgendwie alle fiktiv. Wir nehmen den mal. Der ist ein bisschen kurz. Hängen wir den noch hinten ran. Ja, dann haben wir mal einen. Kaufen, dann wieder weg. Und dann nehmen wir von dem hier noch was. Von dem noch. Ja, der ist ein bisschen länger. Das ist okay. 144 Meter, das kriegen wir gewuppt. Dann haben wir zwei Stück. Es ist bereits benutztes Gleis. Ein Großteil würde schon heißen. Vielmehr als diese zwei würde ich jetzt hier nicht raufsetzen. Gut, das wäre dann nicht die Linie 1, sondern die Regio. Wo haben wir sie denn hier? Hakomos Grafrath. Habe ich das richtig geschrieben? Doch. Jawohl, wir hören einen Plupp. Das heißt, das funktioniert. Hier alles weg, damit wir den Zug sehen. Ja, schönes Teil. Hat wirklich in den Farben des FC St. Gallen. Hat natürlich damit gar nichts zu tun, ist mir klar. Ansonsten wäre grün noch die Farbe der Hoffnung. Das geht, glaube ich, überall. Schön, da kommt gerade einer mit Senfwagen daher. Wunderbar. Ich würde sagen, wir steigen mal bei dem ein und gucken uns den mal an. Wie der denn so aussieht. Oh, sehr schön. Wow. Sehr modern, das Ganze. Hier der Führerstand. Jau, guck mal. Ja, das sieht schon gut aus. Das ist nicht unbedingt sehr scharf aufgelöst. Aber sieht gut aus. Okay, hinten die Wagen noch und dann werden wir
Hui, das sieht ja sehr nett aus. Ja, mit den Anzeigen. Oh, ich liebe es. Ja, das ist schon sehr, sehr chefmäßig. Okay, wir gehen wieder nach vorne, generieren ein bisschen Höhe. Ach, wir sind ja bereits im Bahnhof drin. So, gehen ein bisschen runter und genießen die Strecke, würde ich vorschlagen. Ist das okay so? Ja, ich denke schon. Wir wollen natürlich den ganzen Zug auch nochmal sehen. Das werde ich dann machen, wenn wir unterwegs sind. Moment, jetzt... was ist denn jetzt kaputt? Warum bin ich jetzt hier hinten? Ach, weil wir mit dem Teil hier mitfahren. Okay, und wir müssen warten, wie man sieht. Das fängt ja schon gut an, aber wir bewegen uns bereits. Hier sehen wir die Ausläufer von Hakkomoos. Genau, jetzt geht es einmal rüber. Hier haben wir noch Gleise, die wir noch nicht bedient haben. Das kommt dann alles auch noch. Logischerweise. Er hupt nicht. Okay, ja, wir haben oben auch kein H tatsächlich. Und ich werde mich hüten, jetzt hier was zu drücken, weil das habe ich ja letztens mal gehabt. H gedrückt und ist das Spiel abgestürzt. Das war zu viel für das gute Spiel. Komischerweise. Aber, ja, wir müssen jetzt auch nicht hupen. Wir wollen fahren. Ist es eine längere Strecke? Ja, es geht. Also ein paar Meter sind es dann schon. Und ich werde die Kamera nochmal drehen, wenn wir irgendwie, weiß auch nicht, in der Gegend sind, wo wir auch ein bisschen was sehen, würde ich sagen. Weil hier, ja, das ist einfach Überland. Schön hier natürlich mit den Privatfahrzeugen, die hier auch lang düsen. Aha, dann geht das hier rein und dann werden wir wahrscheinlich hier vorne einfädeln. Jawohl. Ja, und dann haben wir hier zwei Gleise. Und wir sehen, wir haben tatsächlich freie Fahrt. Ist schon erstaunlich, wenn man bedenkt, wie viele Züge wir hier auf den Gleisen haben. Ich staune immer wieder, dass man dann doch irgendwie noch frei fahren kann. Das bedingt natürlich schon, dass die auch alle fahren. Wenn da mal einer steht und dann alles blockiert, das haben wir alles schon gehabt. Da hinten war gerade noch ein anderer Kollege unterwegs. Aha, und hier kommt einer entgegen. Salü, salü, das ist ja sogar ein Güterzug. Sehr schön. Ja, diese Diversität eben, wenn man halt tatsächlich Güterzüge hat und private Züge, nee, nicht private Züge, sondern Personenzüge. Das ist schon sehr cool. Gehen wir hier rüber. Mhm. Machen wir doch glatt. Einmal Richtung Wald. Ich muss gestehen, da haben wir das Ding gestern gebaut? Ich glaube schon, aber ich habe schon wieder zum Großteil keinen Plan mehr, wo es lang geht. Ich weiß, dass wir da vorne nochmal einen Kringel haben. Oh, Tag, Kollege. Sind die jetzt ineinander reingefahren? Nein, hier ist nochmal ein Gleis. Nee, hier ist nochmal ein Gleis. Das sah für ein Momentchen gerade so aus, als wären die hier ineinander reingedüst. Sind sie aber nicht. So, wir gehen mal kurz raus. Ich möchte den Zug so nochmal sehen. Während der andere da hinten warten muss. Also das ist schon ein sehr, sehr schönes Teil, muss ich sagen. Gefällt mir außerordentlich gut. Ich mag so diese leicht speziellen Lackierungen halt tatsächlich. So, dem Fluss entlang kommt da gerade einer. Jo, da kommt einer, da könnten wir schnell den hier machen, wenn ich sie hinkriege. Jawohl. Ach, der Inspiro war das. Gut. Gehen wir wieder rauf. Wir sind nicht auf einer Brücke, das heißt, ich kann die Kamera halbwegs unfallfrei bedienen. Da bin ich schon dankbar für. Ach, und die einzelne Lok war auch noch unterwegs. Sehr schön. Ja, da gab es auch noch die Idee, nochmal eine einzelne Lok zu machen in die andere Richtung. Also sprich, anders quer rüber. Würde ich jetzt nicht unbedingt, weil ich finde, das ist eine sehr schöne Idee gewesen. Allerdings, das ist eine Idee für einmal. Ich möchte hier nicht überall einzelne Lokomotiven haben. So, vier Gleise und kein Zug. Doch, da kommt einer. Ja, nochmal ein Güterzug, okay. Ah, und hier vorne haben wir ja die Umfahrung. Stimmt, das ist die Umfahrung von Zabakuk, glaube ich. Ja, ja, das müsste Zabakuk sein da unten. Ah ja, und hier gehen wir ja dann raus. Das haben wir dann neu geschaffen, tatsächlich. Wir fahren hier über die Brücke, dann rechts weg, den Gleisen folgend. Während wir hier schönen Blick haben auf Zabakuk und den Bahnhof da unten. Da steht auch immer wieder irgendwie in den Kommentaren, dass irgendeine Linie was komisch macht. Aber wir haben doch geguckt. Und das war dann irgendwie die Linie 28, die fährt gar nicht in Zabakuk. Oder ist das eine andere Linie, die ihr meint? Ich müsste mal nochmal gucken, glaube ich. Ob da vor allem, wenn da natürlich Züge stehen, dann sehen wir automatisch, dass was nicht stimmt, dann brauche ich die Linie nicht. Also ich werde mir das nochmal kurz ansehen. So, auch hier freie Fahrt. Erstaunlich, jetzt geht es hier vorne raus. Genau, über die Steinbrücke rüber. Das könnten wir uns eigentlich nochmal so ansehen, auch wenn wir gerade auf einer Brücke sind. Aber da möchte ich den Zug nochmal sehen, wie er hier über die Steinbrücke fährt. Sehr nett.
Jawohl, und die Steinbrücke ist halt einfach auch. Die ist einfach mehr als noch nicht. Unten haben wir tatsächlich den Wanderweg, Baum im Weg, der hier auch noch lang geht. Und das ist ein Gleis, was wir jetzt nur wir nutzen. Tatsächlich. Da oben ist der andere. Ja, im Moment ist es gut getimt. Also kaum sind wir weg vom Gleis, habe ich das Gefühl, kommt dann schon der nächste Zug. Da, schönes Bild. Guck mal da oben. Und hier vorne. Ja, da kommt keiner entgegen, wie gesagt, weil das ist unser eigenes Gleis. Jetzt gehen wir wieder hier rauf. Und dann haben wir hier, genau, die Brücke. Und dann haben wir doch, ja, diesen kleinen Kringel. Nennen wir den mal so. Dass wir da vorne links weggehen, damit wir dann unter der Brücke durchgehen. Ich glaube, da sieht man es eh schon, oder nicht? Ja, es sieht schon cooler aus hier. Mit diesen ganzen Brücken. Da hinten ist noch der Metronom unterwegs. Genau, hier runter. Und jetzt machen wir die Schlaufe. Denke ich. Apropos Schlaufe, da hinten ist die Kirche mit der anderen Schlaufe. Wir haben ein paar Schlaufen, weil ich Schlaufen mag. So, unten durch. Ja, das ist schon einfach, ich finde das einfach nett, dass man halt so die Höhe abbaut und am Schluss wieder unter der Brücke durch, wo wir vorher oben drüber gefahren sind. Und jetzt ist es, glaube ich, nicht mal mehr eine ewige Reise. Aha, da oben auch nochmal, aber schön hier irgendwie so eine Vierfachtraktion. So, jetzt geht es einmal in die Gleise rein, würde ich dann doch stark vermuten. Ja, machen wir auch. Und auch hier freie Fahrt. Ich staune, also die Fahrt tatsächlich komplett, ohne Pause. Zuerst beim Bahnhof, ja, kurz mussten wir warten. War aber überhaupt kein Ding. Ui, da vorne die Schlote der Fabriken. Das sieht nicht sehr einladend aus, aber Industrie hat es natürlich auch. Und da oben Hubschrauber, der unterwegs ist, der bringt, wenn ich mich nicht täusche, Lebensmittel nach Zermatt. Ich bin aber nicht ganz sicher, aber ich dachte, das sei der Auftrag dieser Hubschrauber, die haben wir relativ früh gemacht. Oh, hier ist irgendwie ein bisschen, da haben wir gerade ein bisschen eine Brücke ins Gesicht gekriegt. Schauen wir uns auch nochmal an, ob wir da noch was ändern. Das wäre aber etwas, was wir schon die ganze Zeit haben, weil das ist, wie gesagt, Gleis, wo andere Züge auch verkehren. So, hier einmal unten durch, auch schön. Aha, dann kommt der daher. Ja, so ist recht. Mit dem Güterzug hier noch. Und hier einmal um die Kurve und dann geht es hier in den Hochbahnhof rein. Müsste es zumindest. Eine gesunde Höhe hätten wir. Ja, weil da vorne ist er. Gut, da geht es jetzt halt nochmal 2 Meter. Wir müssen natürlich irgendwie noch nach da hinten kommen. Wo war das jetzt, wo ich gucken wollte? Sag mal. Ich habe doch gerade gesagt, da müssen wir wahrscheinlich gucken. Ja, ich werde es finden. Und sonst, wie gesagt, wir haben natürlich die Unilinie noch. Wir sind dabei. Weiß nicht, Start Nummer 5, sondern den Dreh rum. Sagen wir mal so, da fehlen noch ein paar Städte. Kriegen wir aber auch noch hin. Gehen wir rechts raus, jawohl. Ja, weil wir wollen nicht hier in die Gleise rein links, sondern in die Gleise rechts. Und wir sollten eigentlich auch hier Ruhe haben. Da könnte höchstens aus der Gegenrichtung ein Zug das gleiche Gleis nutzen. Mal gucken, ob er dies tut. Oder ob wir hier Ruhe und Frieden haben. Hier nochmal den Zug. Und hinten nochmal einen Hubschrauber. Ja, sehr, sehr schöner Zug. Gefällt mir extrem gut. Mir gefällt die Form tatsächlich sehr gut. Mir gefällt aber auch, ach, wir sind wieder auf einer Brücke. Ja, eben die Farbgebung. Unterwegs mit Batterie. Aha, okay. So, einmal in den Bahnhof rein. Der Hochbahnhof von Grafrath. Da ist die Kamera wieder komisch. Okay, einmal nach hier vorne. Geht tatsächlich doch noch. Wir haben sogar 3 Fahrgäste, guck mal. Also manchmal, das ging ja schnell. Offensichtlich der Bedarf ist gegeben. Steigt hier noch einer ein? Oh ja, jetzt sind wir bei 11 Leuten. Jetzt kann ich wieder nach hier vorne. Moment, wildes Kameragedöns. Einmal runter. Und dann sagen wir dem hier Tschüss. Und wünschen ihm natürlich eine gute Fahrt zurück nach Hackermoos. Müssen wir jetzt warten? Jetzt wird er gerade langsamer. Auf der Hinfahrt hatten wir keine Wartezeit. Nee, das ist eine Kurve. Da ist okay, da darf er warten. Jetzt werde ich aber hier nochmal kurz dem Dingens folgen. Was hatte ich hier gerade nochmal? Irgendetwas hatte ich doch. Wo ich gesagt habe. Jetzt weiß ich. Ach, die Brücke. Genau, doch, die Brücke war. Und wo war die gleich nochmal? Ich hätte die Linie nicht verlassen sollen. Wo ist mein Kollege? Hier. Zeig einmal den, dann werden wir die Brücke finden.
Ich weiß nicht, ob wir da auf die Schnelle eine Lösung finden. Hier war es, glaube ich. Ja, da ist im Prinzip die Straßenbrücke zu nah dran. Also das ist schon, sagen wir mal so, das ist relativ gefährlich. Das müssen wir ändern. Ein bisschen weiter rüber müsste doch eigentlich gehen. Ich mache mal ganz schnell Pause. Und dann cutten wir das Ding. So, klar, das wird natürlich eine Fehlermeldung geben jetzt hier oben. Ja, nee, nicht mal. Das ist also tatsächlich eine Privatbrücke. Also eine Straße und machen wir doch glatt eine städtische, würde ich sagen. Ich bin schon wieder bei den Gleisen. Eine Straße. Städtisch. Ist das die hier? Nee. Die hier müsste das sein. Nee, ist es auch nicht. Achso, weil das halt keine Stadtstraße ist. Ja gut, dann machen wir hier auch eine Landstraße. Mal gucken, ob das geht. Das müsste die sein. Ja, die ist es auch. Und jetzt wollten wir da hinten rein. Und zwar so, dass wir hier nicht irgendwie da ans Gleis rankommen. Mal mit M. Das würde bereits funktionieren. Jetzt könnten wir uns die Brücke eigentlich noch aussuchen. Eine andere nehmen. Also hier, das Gleis ist jetzt okay. Hier hängt nichts mehr drin. Hier haben wir einen Tunnel. Ja, ich finde die Brücke so gar nicht schlecht. Aber wir gucken mal, was wir noch haben. Ich fand jetzt die, die wir vorher hatten, die Originalbrücke eigentlich auch relativ cool, muss ich gestehen. War das sowas? Wahrscheinlich schon. Hier haben wir noch einen Pfeiler, das ist doch wunderbar. Okay, ich würde das mal so nehmen. Dann können wir hier wieder auf Play gehen. So, dann können die hier rüber. Ja, ohne dass hier irgendwie was im Gleis drin hängt. Sehr gut. Allora, dann düsen wir zur Unilinie. Das mit der ÖBB Cat. Ich gucke mal auf die Uhr. Ja, das werden wir jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen. Ich würde sagen, das schauen wir uns morgen an. Dass wir morgen einen Flughafenzug machen. Jetzt ist ein bisschen die Frage, wo sind wir stehen geblieben mit der Unilinie? Ich glaube, nicht in Graz, sondern tatsächlich in Oberbösa, wenn ich mich nicht täusche. Das finden wir raus. Die schwarze Linie ist es. Jawohl, die hier. Nehmen wir die mal raus. Hier, das mit dem Gleis passt schon. Gut, dann sind wir hier drin. Jetzt, wo wollen wir denn hin? Nach Neuhaus. Schierschnitz, würde ich sagen. Wir haben gesagt, hierhin, dann dahin, also Stuttgart, dann Grafrath wahrscheinlich. Dann hier sogar nach Zabakuk. Hier hinten waren wir. Dann könnten wir nämlich von Zabakuk nach Dortmund und gehen dann da weiter. Dann kriegen wir hier die ganzen Städte ans Netz. Also jetzt von Oberböser, wir können ja mal das Spiel entscheiden lassen. War auch eine Idee von euch tatsächlich. Macht doch bei der Unilinie das gleiche mal und ja, schau mal, ob das Spiel Gleise findet. Hier wäre der Bahnhof. Sehe ich das richtig, dass wir hier keine Gleise mehr haben? Ja, das habe ich, glaube ich, gestern doch schon gesehen. Weil hier haben wir einfach zwei Linien, die durchfahren. Aber irgendjemand hält hier schon auch an, oder nicht? Moment. Ich mache das mal weg. Beziehungsweise ich nehme es mal rein. Aber ja, also irgendwie ist es halt trotzdem doof. Hier ist der Güterbahnhof. Ja, irgendwie ist es trotzdem doof. Wir blockieren die Gleise. Allerdings ist es eine schöne Strecke hier. Guck mal, hier so durch die Stadt durch. Das hat natürlich schon eine gewisse Qualität. Wir schauen mal. Also Linie verwalten, das wäre dann nach Oberböser. Würden wir gerne hier hin. Wahrscheinlich über Dortmund oder Heisenberg City. Ja, ich sehe schon. Moment. Ja, der macht hier schon den Kringel und geht in die Richtung. Dann haben wir da keine Gleise. Tatsächlich. Warum haben wir denn hier keine Gleise? Wir haben schon von Oberböser wahrscheinlich eine Verbindung nach Neuhaus, oder nicht? Na gut, sonst müssen wir jetzt eine schaffen. Wir wären in dem Gleis drin, düsen hier lang. Ah ja, sehr schön, das Teil hier. Hier runter. Ja, dann sind wir irgendwie, dann müssen wir hier halt raus. Die Frage ist, ob wir das so machen sollen und hier wieder eine Ausfädelung. Und dann hier. In dem Bereich, wir müssen in die Gleise rein. Oder macht er das sogar richtig? Nee. Ich dachte gerade, weil es ist ja eingleisig. Na guck mal, die Linie kommt von hier. Nee, das stimmt so nicht. Also beziehungsweise das ist einfach ein riesen Umweg. Wie wäre denn das hier? Das geht hier in diese Brücke. Ja, das geht im Prinzip auch an der Stadt vorbei. Also eine Direktverbindung hier runter haben wir nicht. In das Gleis rein müssten wir. Ja, Moment. Doch, stimmt, in das Gleis rein. Hier geht es zum Güterbahnhof, hier geht es zum Personenbahnhof. Was mir halt tatsächlich nicht gefällt, ist, dass hier die Gleise alle belegt sind. Ich möchte mit der Unilinie nicht dann irgendwie hier 10 Minuten warten müssen. Allerdings, das sieht so aus, als wären das nicht 10.000 Züge. Ich glaube, das können wir tatsächlich machen. Gut, was wir in dem Fall brauchen, wenn wir das hier nutzen, ja, dass wir von hier in dieses Gleis reinkommen.
Wie machen wir das am besten? Ja, mit einer Ausfädelung. Ja, dass wir hier im Prinzip um dieses Teil rumfahren. Das gehen wir doch glatt mal an. Wir brauchen ein Gleis. Haben wir eigentlich... Achso, wir sind ja eh eingleisig unterwegs. Dann ist das ja noch einfacher. Das heißt, wir düsen hier raus. Weil, wenn jetzt tatsächlich eine Direktverbindung fehlt von Oberböser nach da, dann müssen wir das dann halt zweigleisig machen. Das ist aber jetzt nicht das Thema. Und jetzt würde ich so machen. Also, das passt schon mal. Komme ich denn hier schon rein? Ja, und ob ich hier schon reinkomme. Okay, mal gucken, was macht die Linie. Ja, sie hat es dann gleich übernommen. Weil das ist natürlich der 10-mal nähere Weg. Das ist logisch. Also hier rüber. Da rein. Dann hier lang. Das hier, den Rückweg können wir vergessen. Und dann geht es hier rein. Es ist ja egal, wo wir reingehen. Es sind alle Gleise belegt. Also von daher ist das eigentlich bereits okay, so denke ich. Jetzt müssen wir schnell schauen wegen den Signalen. Die müssen wir eigentlich haben. Wenn wir hier den hier haben, dann haben wir hier kein Signal. Das wäre doch eigentlich eine relativ lang, sagen wir so, die ist lang genug, die Strecke. Aber man sieht, naja, das wird auch von dem Zug hier benutzt. Da haben wir sogar noch. Warum fährt jetzt der hier rüber? Ja, weil er halt hier rüber muss. Moment. Das war auch wieder eine Frage. Das ist aber nicht okay. Wobei, ne, wenn wir L drücken, ja, dann sehen wir, das ist egal. Hier ist belegt, hier ist belegt. Hier ist nicht belegt. Sehe ich das gerade richtig? Achso, das ist das Durchfahrtsgleis. Ah. Ja, das können wir nicht nutzen, sonst können wir in Oberböser nicht anhalten. Ja, also das ist schon okay, was der Zug hier macht. Ich brauche wieder meine Linie. Und hier ein Signal, das sehen wir jetzt gleich. Ja, der ist zu lang. Also hier ein Signal hinstellen. Dann wartet er hier im Bahnhof einfach wieder. Gut, das können wir lassen. Aus der Gegenrichtung haben wir hier ein Signal. Dann haben wir hier ewig lang keins. Hat das einen bestimmten Grund? Ja, weil es halt ein langer Zug ist. Hier runter. Und dann haben wir hier die Umfahrung. Da würde ich tatsächlich... Ja, hier mal ein Signal machen. Haben wir bestimmte Signale für die Unilinie? Nö, einfach irgendeins. Eins, was funktioniert. Hier noch irgendwie? Ja, das können wir machen. Da oben haben wir... Doch, da haben wir hier ein Signal. Ich würde das so belassen. Hier dieses Ding, dieses Gleis, das tangieren wir nicht mal. Und hier kommend, von hier kommend. Ja, da könnten wir hier noch eins vertragen, würde ich sagen. Sehr gut. Von da oben kommend lassen wir es. Dann haben wir das Signal hier hinten. Und das hier ist natürlich jetzt eigentlich auch falsch. Dann stehen wir hier auf der Weiche drauf. Aber dann haben wir hier ewig lang keins mehr. Ein Signal da vorne ist dann wieder eins. Stehen wir auf der Weiche drauf? Er steht halt auf der Weiche drauf, wenn er warten muss. Ist aber egal, weil das ist sowieso auch unser Gleis. Und wenn wir hier draufstehen und da warten, dann kommt halt er nicht weiter. Ja gut, aber wir wollen dann ja weiter. Ich würde das tatsächlich so lassen. Dann haben wir hier ein Signal, haben wir gesagt, und dann geht es in den Bahnhof rein. Und dann sind wir in Neuhaus Schierschnitz. Gut, also, dann haben wir schon wieder eine Etappe. Jetzt würde ich sagen, wäre es logisch, wenn wir das hier sozusagen mitnehmen wollen, dass wir nach Stuttgart reingehen. Ja, da haben wir eine Verbindung. Also das würde mich jetzt tatsächlich wundern, wenn wir hier irgendwie keine Verbindung hätten. Neuhaus Schierschnitz. Wir haben auch noch keine Fehlermeldung von wegen der Rückfahrt. Das finde ich auch interessant. Das heißt nichts anderes, wie dass wir halt relativ viele Gleise haben tatsächlich. Hier haben wir noch eine Riesenauswahl. Wir gucken mal. Wahrscheinlich auch wieder über irgendwie Heisenberg City und Zermatt. Das Ganze. Wo ist meine schwarze Linie? Stuttgart Central. Jetzt noch keine schwarze Linie. Moment, machen wir das mal weg, dann sehen wir es. Aha. Hä? Da müssen wir doch aber eine Fehlermeldung haben. Oder sehe ich die Linie nicht? Oder geht der unterirdisch rein? Das könnte natürlich auch sein. Moment. Tatsächlich. Ja, ja, hier hinten. Der geht da in den unterirdischen Bereich. Kann er eigentlich machen. Ist denn das hier tatsächlich auch ein Bahnhof hier unten? Hier, guck mal hier. Kann man hier tatsächlich? Okay, ja, kann man. Sehe ich gerade. Ja gut, wir schauen mal, was er für einen Weg macht. Also der Weg ist eigentlich relativ logisch. Hier durch. Uns interessiert nur das rechte Gleis, wie gesagt. Das geht hier rein. Hier aus dem Bahnhof raus. Und dann haben wir interessanterweise ewig lang kein Signal. Das würde ich gerne ändern. Machen wir hier eins vor die Straße.
Dann geht das hier lang und dann haben wir hier auch kein Signal, wo wir einfädeln. Wollen wir auch noch einziehen, sag mal. Dann können wir diesen. Dann wird hier eingefädelt. Geht hier lang. Da setze ich mal hier nochmal einen Block. So, einmal so. Und dann geht das hier lang. Hier lang. Okay, was ist das hier für ein Signal? Aha, doch, das müsste passen. Und dann geht das hier unterirdisch rein. Nach Stuttgart. Ja, das können wir machen. Die Frage ist, ob wir hier überhaupt wieder rauskommen. Das werden wir jetzt gleich rausfinden. Dann wird das mal wegnehmen. Linie verwalten und nach Stuttgart. Würden wir gerne nach Grafrath. Hier waren wir, hier wollten wir gerne nach Grafrath rein. Ja, hier wird es natürlich jetzt noch schwieriger. Wobei, nee, guck mal. Wir haben hier ein Gleis frei. Hier auf der Seite. Also das würde ich dann tatsächlich nutzen für die Unilinie. Die Frage ist natürlich ein bisschen, wie kommen wir hier raus, ohne dass wir die ganze, die ganze Stadt hier zusammenhauen. Das wird eher schwierig. Ich guck mal. Gucken kostet nichts. Ein Gleis, vielleicht sogar hier an die Straße ran. Würde uns hier ein Gebäude kosten. Es ist bereits die richtige Brücke, wie man sieht. Ja, werde ich mal machen. Und dann mit dem zweiten, ja, mit dem zweiten Gleis das gleiche. Wir bauen das mal. Dann irgendwie hier, irgendwie raus. Wo müssen wir denn hin? Das wissen wir noch nicht. Das müssen wir tatsächlich noch rausfinden. Guck mal, das geht problemlos. Wie frech ist das denn? Hier einfach eine Brücke über die Stadt hinweg. Finde ich gut. Machen wir. Ich weiß nicht, ob das mit dem zweiten Gleis auch geht. Ich finde es vor allem irgendwie... Guck mal hier, der Kreisel. Da kommt einfach eine Zugbrücke daher. Allerdings vielleicht hier die Höhe behalten. Ja, das sieht fast besser aus. Das zerdrückt sonst irgendwie den Kreisel, finde ich. Ich baue das mal. Und jetzt muss ich gestehen, jetzt bin ich selber gespannt. Nicht jetzt hier Sachen machen, ist nur eine Brücke. Spiel, Dankeschön. Selber gespannt, aber hier das zweite Gleis auch so problemlos rauskriegen. Achso, dafür bräuchte ich dann doch bevorzugt nochmal ein Gleis. Ja, und dann hier richtig andocken, sonst klappt es nicht. Moment mal, woanders. Ja, das geht schon mal. Das wird schon gehen. Also das würde mich wundern, wenn das jetzt hier irgendwie ein Problem gäbe. Ja, Brückenpfeiler-Kollision. Wo fängt die an? Oh, die fängt relativ früh an. Hier. Okay, machen wir das ab hier neu. Ja, einfach wieder andocken. Spiel, dankeschön. Jawohl, das funktioniert. Dann werden halt die Pfeiler eben anders gesetzt. Ja, so geht's. Zumindest bis hierhin. Nein, genau nicht. Aber bis hierhin. So, das hier raus. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo kommen wir denn im Prinzip hier aus dem Bahnhof raus. Hier unten irgendwo. Hier ist die Linie. Jetzt sehe ich halt nicht, wo hier Gleise sind. Doch, guck mal, hier müsste doch ein Gleis drunter sein. Ja, ja, ich sehe das Gleis. Also, dann geht das hier raus. Ja, das geht schon mal nicht. Aber hier ist, glaube ich, dann fertig. Oh, das ist ein Kopfbahnhof. Okay, ja, also das hier unten. Ja, das ist überall ein Kopfbahnhof. Ja, dann geht es natürlich nicht. Dann kommen wir dort nicht weiter. Das heißt, dann müssen wir hier zurückfahren. Wäre dann hier... Ja, und hier müssen wir aus dem Gleis raus. Wo ist jetzt das, was wir gerade gebaut haben? Ne, da vorne müsste das sein. So, jetzt finde ich meine neu gebaute Brücke nicht. Hier ist das. Ja, gut, da kommen wir nachher hinten. Also das ist kein Problem. Da müssen wir hier halt aus dem Gleis raus. Oder hier vorne. Weil hier können wir ja tatsächlich mit Gegenverkehr arbeiten. Wir kommen von hierher, das passt. Und dann von hier geht's. Ich suche schon wieder meine Brücke. Da müsste die Brücke sein. Geht hier raus, hier über die Straße, hier unten durch und dann müssen wir gucken. Also, das würde heißen, hier mal raus oder gibt das bereits wieder eine Brücke? Das gibt bereits wieder eine Brücke. Ja, die nehmen wir, ist doch schön. Was nehmen wir? Jetzt nehmen wir, sagen wir mal, nochmal die Steinbrücke. Wir haben sie dann fast ein bisschen zu oft, aber ich finde die Steinbrücke halt schon sehr, sehr nett. Kommt, wir machen der Unilinie zuliebe. Hier tatsächlich nochmal eine Steinbrücke. Mir gefällt das. So, dann einmal hier runter.
Da könnten wir auch gerne an die Straße ran. Ne, können wir nicht. Müssen wir so machen. Okay, dann sind wir hier. Dann haben wir hier den Güterbahnhof. Dort haben wir die Brücke. Ja, da ist ein bisschen die Frage. Das finden wir gleich raus. Ob wir hier noch rüberkommen. Jetzt haben wir das ja eh mit zwei Gleisen gebaut, obwohl wir es gar nicht brauchen. Irgendwie so hier rüber. Wäre so. Und dann, wo ist jetzt mein Gleis, das andere? Hier. Ja, ich weiß nicht, ob wir da die Höhe abbauen können. Ja, so sieht es wieder aus. Irgendwie, ich weiß auch nicht, so wie eine Blume, die irgendwie kein Wasser gekriegt hat. Gefällt mir irgendwie nicht. Ich finde das tatsächlich cooler, wenn es so ist. Aber ich weiß nicht, ob ich da reinkomme. Ja gut, wir müssen es einfach testen. Jetzt brauchen wir natürlich Gefälle. Und zwar massiv. Und vielleicht sogar einen Damm. Dann kämen wir hier ran. Das müsste eigentlich mit der Kurve gehen. Ich hätte hier aber gerne tatsächlich, weil wir hier einen Damm haben, hier auch gerne einen Damm. Jetzt haben wir nochmal einen Autosave. Ist das der hier? Ne, der hier war es. Okay, hier die Brücke rüber. Geht hier ein Damm rein. Ja, hier haben wir auch einen Damm. Finde ich okay. Jetzt wäre es schön, wenn wir dort noch ins Gleis reinkämen. Jawohl, schaffen wir. Sauber. Dann haben wir das im Prinzip bereits fertig. Guck mal, mir hat von der Linie auch gleich übernommen. Jetzt haben wir hier noch das zweite Gleis. Da müssten wir, glaube ich, bis zum Damm zumindest mit. Weil hier haben wir sonst wieder das Geländer im Weg. Weil beim Damm kommen wir doch hier raus. Jawohl, kommen wir auch. Wirst du zu einer Brücke, oder? Ne, da zieht er einfach knallhart den Damm durch. Da müssen wir es von der Seite her machen. Einmal die Brücke. Und einmal hier rein. Ja, das geht nicht, aber so wird es irgendwie gehen. Mhm, bisschen länger gezogen. Passt. Gut, dann haben wir das doch tatsächlich auch. Dann kommen wir hier rein. Jetzt gucke ich nochmal schnell. Das Unterirdische. Ja, das fängt ja hier an. Bei diesem Portal. Da geht es in den Bahnhof rein, in Stuttgart. Hier diesen. Hier raus, mit dem rechten Gleis. Absolut richtig. Hier macht es den hier. Und jetzt sind wir hier aber auf dem falschen Gleis eigentlich. Wir bräuchten hier wohl noch eine Weiche. Ich schaue mal schnell, ob ich hier noch eine Weiche hinkriege. Geht tatsächlich. Einmal den. Und einmal den. Das ist ja wunderbar. Er kommt aber trotzdem nicht auf die Idee, da zu wechseln. Ist das das Richtige? Ne, guck mal, es ist ja eben genau das Falsche. Also wir müssen noch eins rüber hier. Und zwar nicht in Stuttgart, sondern in Grafrath. Habe ich das noch gar nicht drin? Das habe ich noch gar nicht drin hier. Okay, Moment, hinzufügen. Zack, er hier. Dann wird gerechnet. Und dann haben wir hier Grafrath. Jawohl, und er ist aber immer noch im falschen Terminal. Wir machen hier nicht die 4, wir machen hier die 3 Vers. Dann müsste eins rüber. Genau, dann haben wir hier nämlich Ruhe. Sehr schön, gut, dann haben wir das auch. Dann sind wir tatsächlich jetzt schon in Grafrath angekommen. Das ist vielleicht nicht ganz die Hälfte der Unistrecke, aber es ist doch schon ein ordentlicher Teil, denke ich. Gut, morgen, ich hoffe, ich denke dran. Ja, machen wir vielleicht hier zuerst 10 Minuten weiter und danach werden wir uns um den ÖBB CAT kümmern, einen weiteren Flughafenzug machen, der tatsächlich noch fehlt. Gut, dann danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und dann hoffe ich, dass ihr in Zug kommt. Denkst du, ich habe doch gerade einen gesehen. Doch, da ist doch einer. Ja, dann hoffe ich, hat euch gefallen und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder, wenn wir dann hier bei der Unilinie weiter basteln und eben tatsächlich auch gucken, dass wir den ÖBB CAT noch auf die Anlage kriegen. Ich freue mich drauf, ich hoffe auch. Macht's gut, bis dann, tschüss.